Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Südhammer am Montag. Ja, wie man sieht, es ist noch ein bisschen Zeit vergangen. Ja, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Was ich ja auch in der letzten Woche noch sagte. Das mit dem Hühnerstall gefiel mir ja irgendwie so gar nicht. Ich weiß nicht, was damit gewesen ist mit dem anderen. Wir haben jetzt einen neuen. Hätte das mich vorher probiert, ob ich einen hier, ob ich den abreißen kann und auch einen neuen hinsetzen kann. Und hat so alles so funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe. Hier haben wir jetzt auch. Ist es im Endeffekt ein bisschen größer, der Hühnerstall. Wenn wir da jetzt mal rangehen, sind unsere Hühner drin. Hier stehen auch die anderen Eier. Die muss ich eigentlich auch noch mal sehen, dass wir die irgendwie veräußern. Wir gucken mal eben ins Menü. Da haben wir den Hühnerstall. So. Also unsere Hühner sind immer noch da. Auch von unserem Alter. Das passt. Warum man nicht jetzt die Produktivität so weit runterging, das weiß ich jetzt auch nicht, aber. Gut, ich habe hier natürlich jetzt ein bisschen Futter schon reingeschmissen. Stroh geht hier jetzt auch rein. Ja, schwierig. Aber okay. Wir behalten das hier mal im Auge. Ich habe auch die Stelle versucht, soweit wieder zu befüllen, wie es ging jetzt. Also außerhalb der Aufnahme. Bei den Schweinen ist hier in dem Kuhstall 1, also in dem kleinen, den wir hier haben. Und den in Anführungsstrichen kleinen Kuhstall. Da habe ich noch was gebastelt. Zeige ich euch gleich. Da ist eigentlich auch soweit alles vorhanden. Den großen Schweinestall ist auch Futter drin, aber wir haben kein Futter mehr. Ne? Also die Produktion habe ich jetzt auch alle wieder aufgefüllt. Die laufen. Und bei den Schafen, jo gut, bei den Schafen, denen geht's gut, ne? Den anderen Kuhstall. Sieht auch alles gut aus. Das läuft. Wir müssen noch mal auf der Karte gucken. Da oben, das mit dem Dreschen, das ist auch erledigt. Es ist auch schon auch wieder angesehen, meine ich. Also ich meine die 1, 2 und die 4. Habe ich die 1 jetzt auch wieder angesehen? Ja. Gut, die beiden, die sind schon wieder angesehen. Reif sind ja jetzt noch die 5. Da unten habe ich jetzt noch einen Helfer. Der ist noch auf der 31, sammelt da nochmal das Stroh ein. Weil das ist auch abgehängt. Oh, die 18, die ist ja auch fertig. Okay. Was ich da unten bei der 31 jetzt vergessen habe, beziehungsweise nicht bei der 31, sondern bei der 32. Ich habe den Dreschkurs nicht gespeichert. Also da müssten wir selber wahrscheinlich auch noch mal der Stroh einsammeln. Ne? Schauen wir mal, ob wir das die Woche auch noch eben hinbekommen, dass wir wieder ein bisschen mehr Stroh in unser Lager kriegen. Ne? Ich meine, auch das, was wir hier natürlich auf den Feldern haben, ist klar. Das wird auch nicht so, ist ja noch nicht so weit. Die auf der 10 hier. Ich habe es jetzt erstmal gepflügt. Ich sag euch auch warum. Weil ich musste ja irgendwie irgendwo noch einen hier Hühnerstall den platzieren, um die Hühner von dem einen zum anderen zu schieben, mehr oder weniger. Dass wir unsere Hühner halt behalten. Ne? Darum, ich habe dann hier eben einfach die
10 ist dafür einmal genommen und habe das jetzt einmal mal untergepflügt alles. Und auf der 5, da steht schon alles bereit. Das würde ich auch tatsächlich so machen, dass hier abkoppeln, so dass wir den, glaube ich, auch mit CP laufen lassen, würde ich sagen. So, jetzt ist wieder so eine Frage. Ich habe es hier wieder, der war's. Oh. Okay. Ja. Einschalten hier. Nee. Das ist ohne so. Richtig? So. Gut, dann bauen wir mal eben den Kurs hier. Okay. Dann werden wir den jetzt auch gleich speichern. Auf der 5. Quatsch. Nur den Ordner. Noch nicht, ne? Also bleiben Sie ruhig. So, Kurs. Jetzt können wir den hier, ne? So, der ist jetzt auch gespeichert. Das ist auch gut. Denn das ist auf der 5. Okay. Dann werden wir mal sehen, dass wir hier den Drescher schon mal auf die Reise schicken. Den will ich jetzt aber gleich, den stelle ich schon mal in die Bahn, würde ich sagen. Ich könnte ihn zwar jetzt auch hier vorne stehen lassen und aktivieren, aber ja. Ich denke mal, das wird nicht allzu lange dauern, bis der Drescher voll ist. Kann man das so stehen lassen? Ja, würde ich sagen. Ne? So. Genau. Da kommen wir jetzt auch noch mal zu. Hier habe ich nämlich jetzt auch noch mal gebastelt, könnte man sagen. Ich habe das mal getestet, ob das funktioniert. Es hat nämlich funktioniert. Also was wir jetzt hier in dem Lager sehen, die gelben Ballen, das sind tatsächlich Mischrationsballen. Wenn wir jetzt hier nämlich rangehen, es öffnen, Rundballen, einmal in Heu haben wir und wir haben Rundballen Mischration. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wofür? Jetzt zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wird man wahrscheinlich jetzt schon so langsam sehen können, warum, wieso. Ja, kann man sehen, ja. Genau. Die werden hier nämlich jetzt im Kuhstall, sag ich mal, einfach mal abgelegt. Und ich habe erstmal eine Weile Ruhe. Und wenn ich denn tatsächlich mal sehen sollte, dass keine Ballen mehr hier liegen, dann muss ich so langsam sehen, in naher Zukunft eher mehr oder weniger wieder ein paar hier reinzuschmeißen. Weil mir ist es echt hier, das ist echt blöd, dass hier oft genug jetzt ja schon vorgekommen ist, dass die Kühe hier nichts mehr zu fressen im Stall hatten. Ne?
Wir haben jetzt hier in dem Lager. Mischration ist 240. Schweinefutter ist auch nur 83.000 Liter. Also das ist schwierig, ne? Also. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, soweit alles wieder aufgefüllt. Ne? Hier ist, glaube ich, alles wieder drin. Mit der Mischration und hier müsste jetzt eigentlich auch alles wieder drin sein. Also kann man das sehen, ja. Also die beiden Produktionen laufen Gott sei Dank wieder. Und war da jetzt noch irgendwas? Ich weiß jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Eieieiei. Okay, gut. Das funktioniert. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das gesehen hat. Es gibt ja jetzt einen neuen Mod, der hier, ich meine, irgendwie gibt es schon ein bisschen hier. Ich glaube, ein, zwei Wochen gibt es den jetzt auch schon. Und wo du die Ballenpresse leer machen kannst. Ne? Ich hatte mir auch gedacht, gut, das ist ein geiles Feature. Ich glaube, ich habe das auf der Gemeinderade Ulk, glaube ich. Schon demonstriert, meine ich. Ich meine am letzten Wochenende. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das hat da ja funktioniert. An der Göwall, an dieser, ne, mobilen Standpresse funktioniert es nicht. Weil dafür musst du dann in der Göwall sitzen bleiben und nach jedem zweiten Ballen musst du immer wieder, ne, einen Knopf drücken, dass die weiterarbeitet. Jetzt habe ich hier auf der Karte den Mod wieder rausgenommen und sie arbeitet wieder ganz normal. Also du kannst die befüllen und das Ding macht gerade alles von alleine. Also der war jetzt so, ich sehe ja, wo ich damit angefangen habe. Ich habe gedacht, ist die jetzt kaputt oder was ist hier jetzt los? Bis mir dann eingefallen ist, ah, da war ja was mit dem Mod. Könnte natürlich daran liegen. Und habe den Mod jetzt auch rausgenommen. Der ist also jetzt hier nicht mehr drin und jetzt funktioniert es auch. Ich meine, davon mal ganz abgesehen, brauchen wir hier den Mod nicht, weil in der. Ja, normalerweise brauchen wir den hier nicht, weil wir ja eigentlich keine Regel, keine Ballen machen. Halt hier nur mit der Glühwall. Aber dafür, sag ich mal, brauchen wir das auch nicht. Weil das, ich sehe, das mit den Mischrationsballen, das war jetzt auch nur so ein Gedanke jetzt von mir, ob das funktioniert so. Probieren wir mal aus, würde ich sagen. Warum? Ich hatte jetzt nämlich auch noch vergessen, die Ballenpresse jetzt wieder wegzustellen. Man sieht da jetzt ja auch noch einen Ballen liegen, einen Heuballen, ne? Der war ja in der Presse drin. Quasi, ne? Beziehungsweise lag auf der Presse. Das war auch so ein Highlight mit den Ballen und dieser Presse. Also ich habe gedacht mir, ne, fliegt gleich das Spiel um die Ohren. Ich habe die Presse angehangen. Aus der Halle raus. Seiltour und noch ein Seiltour, dann Looping und was auch immer. Da habe ich nur ganz schnell gesehen, dass sich die Ballenpresse abkoppelt oder abgekoppelt habe. Und dann hier stand sie endlich. Und da war natürlich, ist natürlich der Ballen auch bei rausgeflogen. Aber ich schätze mal, dass das lag daran, weil eben irgendwie die Presse den Ballen rausgeworfen hat. War also, muss ich sagen, ein faszinierendes Schauspiel. Und normalerweise eigentlich nach Adam Riese müsste dieser Ballen jetzt eigentlich
nicht das komplette Füllvolumen haben. Und wollen jetzt doch dann, wenn das der voll ist. Weil da weiß ich nämlich noch ganz genau, und beim letzten Mal, wo wir das gemacht hatten, da war das nämlich irgendwie nur 99%, war die denn gefüllt. So, für den haben wir jetzt im Moment auch eine, oder? Wir gucken nochmal eben hier, wo denn der gucken wir hier. Also ne, hier sind liegt noch ein bisschen. Ja, noch auf der 32, da müssen wir es leider selber machen. Da habe ich nicht aufgepasst, das war jetzt doof, aber naja. Ja, es kommt hier so einiges runter, muss ich sagen. Okay, gut. Dann stehe ich dich, glaube ich, erst hinweg. Den hier Kleinanhänger, den habe ich jetzt auch erstmal hier reingestellt. Weil im Endeffekt so nach allem Riesling. Brauchen wir den jetzt im Moment nicht. Ah ja, genau. Ich habe den hier jetzt auch noch in parat gestellt. Den wollte ich nämlich einmal losschicken. Zum Geld verdienen, würde ich mal fast sagen. Wir haben so viel davon von dem Zeug. Und den würde ich jetzt auch einfach mal losschicken. Den habe ich jetzt ganz vergessen. Aber wir machen morgen weiter. Dann sage ich wieder danke fürs Zugucken und ja, sehr, sehr gerne morgen wieder dabei sein, wenn ihr mögt. Okay, ich bin jetzt mal raus und bis dahin. Ciao, ciao.